Hallo meine Mäuse und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Wir haben heute Montag, den 15. Januar. Ich sehe noch ein bisschen aus wie Grusel. Ich bin heute auch eher später aufgestanden. Ich habe ja gestern spätabends, Schrägstrich nachts, den Vlog für heute noch geschnitten. Ist halt eher so ein Mini-Vlog geworden, aber ist ja vielleicht auch zur Abwechslung nicht verkehrt. Ja, hier hat es, wie ihr gesehen habt, ein bisschen geschneit, aber das war, also es sieht jetzt eigentlich schon wieder so aus wie gestern, auch beim Spaziergang ungefähr. Hier war heute Morgen auf jeden Fall mehr, auch oben auf unseren Fenstern und so, aber es ist halt relativ viel schon wieder aufgetaut, weggeschmolzen. Ich habe es mir, wie ihr gesehen habt, jetzt hier so ein bisschen gemütlich gemacht, habe mir was zum Frühstücken gemacht. Ich habe mir jetzt einfach so ein, ich nehme ja immer meinen Teefall als Sandwichmaker, als so Allround-Paket. Habe mir jetzt zwei Scheiben Toast, eine Scheibe Käse, eine Scheibe Salami und ein bisschen Jalapenos drauf gemacht. Ich mag sowas auch morgens schon. Ich bin sowieso eher Team Herzhaft. Ich habe jetzt meine Terminplaner und so einen Tagesplaner hier mal hingepackt und habe mir überlegt, dass ich mir jetzt einfach mal komplett ohne Druck einfach so ein bisschen überlege, was ich gerne heute machen möchte. Dass ich aber wirklich ganz in Ruhe überlege, welche To-Dos. Deswegen habe ich das bewusst auch, dass ich das erst heute mache, so ein bisschen halt auch für heute. Und so ein bisschen, was vielleicht generell die Woche noch ansteht. Aber ja, dass ich mir einfach diesen Druck, den ich mir sonst dann doch immer mache, einfach versuche, ein bisschen rauszunehmen. Mit meinem Vision Board, das soll ja einfach auch was sein, was eine schöne Aufgabe ist. Deswegen, ich habe mir jetzt überlegt, das sehr, sehr wahrscheinlich morgen zu machen, weil ich gerne heute so ein bisschen, ich hatte bei Action nochmal eine Kiste geholt, weil ich, wir haben ja vor ein paar Wochen die Weihnachtsdeko auch schon weggeräumt. Aber wer kennt es, irgendwie so im Laufe der Wochen danach fällt einem dann doch in irgendwelchen Schubladen noch irgendwas ein oder keine Ahnung, was dann doch noch so Weihnachtskram ist. Ich habe dann doch noch Tassen gefunden im Schrank und dementsprechend ist doch noch ein bisschen was zusammengekommen an so Weihnachtsgedöns und das wollte ich jetzt nochmal in eine Kiste packen. Und ich habe so Teddyfellboxen oben. Da hatte ich eigentlich immer Bettwäsche drin. Aber wir haben ja jetzt mit dem neuen Bett einen Bettkasten. Und dann habe ich von meiner Mama so, wie soll ich das jetzt nennen? 2000 Jahre später. Aufbewahrungstaschen, wo ich jetzt halt immer, zum einen habe ich so jahreszeitliche Sachen, also meine dicken Weihnachtsdecken und meine Halloween-Sachen bzw. Herbstsachen, die jetzt in so einem Orangeton sind. Das habe ich jetzt bei mir auf die Seite gepackt und bei meinem Freund auf die Seite packen wir jetzt die Bettwäsche. Wir haben jetzt am Wochenende alles durchgewaschen, auch an Bettwäsche und wollten das jetzt halt auch reinpacken, weil zwei sind jetzt noch oben, weil die halt gestern auch noch im Trockner und dann haben wir es nicht mehr gemacht. Das wollte ich jetzt gleich machen, also die beiden letzten Bettwäschesets halt in die Tüten und auch in den Bettkasten. Und dementsprechend sind jetzt meine Teddyfellboxen halt leer geworden. Und da wollte ich mir jetzt einfach nochmal überlegen, also ich weiß noch nicht genau, was ich da im Endeffekt jetzt reinmache. Weil wir haben ja oben einen Raum, das ist halt echt so ein bisschen eine Rumpelkammer. Man muss dazu sagen, wir haben halt keinen Keller. Wir haben zwar einen Speicher, aber da bin ich auch immer so, ich traue mich auch nicht mit der Treppe und sowas. Und dementsprechend lagern wir halt ein paar Dinge auch einfach oben in dem Raum, dass Deko etc., dass ich das auch einfach so ein bisschen selber verwalten kann. Und da wollte ich mich jetzt heute mal dran machen. Ich hatte auch bei der lieben Jessie gesehen, die hatte so ein Ding bestellt, so ein Organizer für Geschenkpapier. Und dann habe ich mir den auch bestellt, weil ich das halt richtig praktisch finde, weil ich glaube, jeder kennt das. Man hat eigentlich auch Geschenkpapier und Zeug und wenn dann irgendwelche Geburtstage, Weihnachten, wenn irgendwas ist, kauft man dann doch immer noch mal was, weil man manchmal vielleicht auch so ein bisschen den Überblick verliert. Und ich fand es halt richtig gut und das habe ich aber noch nicht befüllt. Das wollte ich eigentlich auch ganz gern heute machen, weil dann hätte ich das so ein bisschen aus dem Kopf und hätte morgen eigentlich so an Kram jetzt nicht wirklich was. Also morgen ist eigentlich, steht nichts an. Ich habe auch keinen Termin oder so, keinen Arzttermin, nichts. Und deswegen würde ich, glaube ich, morgen ganz gern das Vision Board machen. Ich muss halt morgen ja dann auch den Vlog noch schneiden, aber vielleicht mache ich dann vormittags direkt das Vision Board, dass das noch mit in den Vlog kommt. Ich fange jetzt mal an und wünsche euch ganz viel Spaß beim Video.
So, ich war jetzt schon fleißig und habe ein bisschen was für heute Abend vorbereitet und geschnibbelt. Einmal Lauchzwiebeln, normale Zwiebeln und Möhren. Und hier stehen schon die Mienudeln. Das andere packe ich jetzt nochmal in den Kühlschrank, weil es gibt heute Abend gebratene Nudeln. Da kann ich euch gerne dann auch nochmal mitnehmen. Ich werde das, also ich habe so ein Rezept bei YouTube gesehen, werde das aber vielleicht auch nochmal so ein bisschen für uns abwandeln. Genau, also der Kram kommt jetzt nochmal in den Kühlschrank. Und dann nehme ich euch nachher beim Kochen mit. Ich wollte euch auch noch was zeigen. Und zwar, das hatte ich ja bei Rossmann mitgenommen. Und ich wollte euch mal zeigen, wie ich das jetzt hier dekoriert habe. Ich habe das einfach in der Küche. Hier ist ja auch Kaffeemaschine und Spülbecken. Die Vase, die hatte ich, die ist schon alt, die habe ich irgendwann mal bei Jysk gekauft. Aber die gibt es trotzdem noch. Ich gucke mal, dass ich euch den Link in die Infobox packe. Und ich finde, das matcht ganz gut jetzt zu der Vase. Die Zweige habe ich einfach beim Spazierengehen gesammelt. So finde ich das wirklich sehr, sehr schön. Und das sind ja so diese Inspirationen, die ich euch auch immer so ein bisschen zeigen möchte, dass man halt ja auch mit einem kleineren Budget es sich, denke ich, ganz schön machen kann. So, das sind auf jeden Fall diese Aufbewahrungsdinger. Ich hatte die Bettwäsche jetzt hier einmal kurz so ausgebreitet eben, weil die Fußbodenheizung ist an. Und die war noch nicht so zu 1000% trocken. Deswegen hatte ich das heute Morgen gemacht. Und genau die und noch so eine beige, die packe ich jetzt da noch rein und dann kommt es in den Bettkasten. So, ich habe mich jetzt mal hier auf den Boden gesetzt und ich filme jetzt gerade kurz mit dem Handy, weil meine Kamera sich verabschiedet hat. Aber ich will jetzt hier schnell durchziehen, deswegen hatte ich jetzt keine Lust, erst runter, Akku wechseln und, und. Also hier haben wir das vorher drin aufbewahrt, in so einer Kiste. Sieht jetzt nicht ganz so ordentlich aus. Und hier waren noch welche drin. Den Tisch wollten wir verkaufen. Hier habe ich jetzt noch so Kram und das ist das besagte Teil, was ich bei Jessie gesehen habe. Ich werde euch das auf jeden Fall auch nochmal unten verlinken. Das mache ich jetzt erstmal, packe ich das aus und packe alles rein. Ich zeige euch dann gleich das Ergebnis, weil ja das Handy kann ich jetzt irgendwie schlecht hier so irgendwo aufstellen. So, das ist jetzt erstmal das fertige Ergebnis. Ich habe jetzt einfach alles, was ich an Geschenkpapier hatte, reingepackt. Und hier alles an Tüten, einmal so diese Saisonsachen für Geburtstag oder ja, für zwischendurch irgendwie, wenn man was hat, weil die Leopardentüte ist einfach so, also da steht jetzt nicht Happy Birthday oder so drauf. Genau, ich muss jetzt mal gucken, ob ich das doch irgendwie noch in die Box reinbekomme. Ansonsten werde ich das hier in meinem Arbeitszimmer unter das Sofa, da ist noch eine Lücke frei, dann werde ich das unter mein Sofa packen. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Zweiter Tag. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said
heard you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked. Willkommen zurück in diesem Vlog. Ich habe euch heute Morgen ja ein bisschen mitgenommen. Also so ein paar Kleinigkeiten bei meinem Vision Board. Ich bin auch immer noch nicht fertig. Ich habe mich jetzt ein bisschen fertig gemacht, weil wir haben eigentlich ultra schönes Wetter. Es kommt jetzt so langsam, aber es geht jetzt auf den Sonnenuntergang zu. Und ich habe gedacht, komm, Komfortzone verlassen und eine Runde spazieren gehen. Das ist jetzt der Plan. Ich gucke mal, ob ich euch gleich noch hier und da was einblende. Wünsche euch noch ganz, ganz viel Spaß. Den Vlog werde ich nämlich dann ja vermutlich irgendwie heute Abend wieder schneiden, damit ihr dann morgen, also sprich am Mittwoch, für euch dann heute das neue Video habt. Zurück vom Spazieren und bin ein bisschen durchgefroren, was jetzt nicht so erfreulich war. Ich wollte jetzt noch, also beziehungsweise ich bin noch tanken gefahren und das ist für mich ja auch immer so eine Challenge. Also ich gehe ja oft auch mit meinem Freund dann irgendwie zusammen tanken. Ich muss auch sagen, dass es ziemlich voll, also es war halt, glaube ich, so Feierabendverkehr. Ich habe es dann aber trotzdem geschafft, was gut ist. Aber jetzt ist die Motorleuchte angegangen und keine Ahnung, sie überfordert mich jetzt schon wieder. Ich hatte schon versucht, meine Mama anzurufen, habe die aber noch nicht erreicht, dass ich mal eben mit dem Partner von meiner Mama sprechen kann. Und dann müssen wir halt jetzt mal gucken. Also das Auto fährt noch. Keine Ahnung, was da jetzt wieder los ist, aber wäre ja auch langweilig, wenn nicht immer mal was Neues wäre. Ja, ich habe jetzt ein paar Kleinigkeiten noch bei Netto eingekauft. Eigentlich wollte ich mir noch Tulpen mitnehmen, aber die waren alle schon so total offen und das bringt mir dann ehrlich gesagt auch nichts. Also ich mag die auch lieber, wenn die noch so ein bisschen zu sind. Ich habe uns jetzt für heute Abend so Lahmacun, also diese fertigen, mitgenommen. Und nochmal ein Salat, eine Tomate, dass wir uns das dann jetzt gleich einfach schnell machen. Vision Board und auch den Raum oben. Ich zeige euch das auf jeden Fall jetzt, ich denke mal im nächsten Vlog. Aber dann würde ich an der Stelle ja den Vlog jetzt auch beenden, dass ich den heute Abend dann ganz in Ruhe schneiden kann. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Freue mich über ein Däumchen nach oben und würde sagen, wir sehen uns. Tschüss!